Willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Tales of Vesperia, das letzte Mal sind wir stehen geblieben. Im letzten Part haben wir die Wüste wieder durchquert, haben ein Gigantomonster besiegt, Estelle und Gita sind leider K.O. gegangen, haben damit die schönen XP nicht mit reinbekommen, die denen wirklich was gebracht hätten. Und jetzt sind wir wieder zurück in Mantaik. Gehen wir mal rein. We're finally here. I've seen enough sand to last me a lifetime. You're telling me. Look, there are people outside the town. Wonder if that means the curfew's been lifted. Kumor! Easy now. Haste makes waste. Hurry, hurry, all aboard. Let's all enjoy a nice little tour of the desert, shall we? But while we're gone, the children... I promise riches to anyone who can bring me the remains of that giant winged monster. Then your children will be able to live in the lap of luxury. Please, don't make us go! Stop your whining. I told you vermin to get aboard. Now get moving this instant. That's just how we were sent into the desert. The giant winged monster must be Pharaoh! Yeah, but what's he want to capture Pharaoh so bad for? Well, what are we gonna do? We can't just stand by and watch, can we? I'm afraid that idiot isn't gonna listen to anything a princess would say. Then what should we do? Carol, come here a sec. What? Yeah, I could do that. But I'd need tools. Wait, you mean... Yes, perhaps this will help. How convenient. You guys better bail me out if this goes bad. So you did pick that up? Well, it was just lying there. I thought it might be useful. Whatever. Now about all we can do is leave it up to the kid. What is it with these commoners? They're slower than slugs. Get aboard, damn you! Sir Kumor, everyone is aboard! Everyone except yourself. What? Me? Those who do their jobs slowly will never learn without punishment. Sir Kumor, please, I beg of you. I have a wife and daughter. If you'd like to stay here, I'm sure I could arrange for them to go in your place. Now be gone with you. Carol, don't worry. That young man is very capable. Who was it that readied this coach? Ugh. Fix the blasted coach! I will find out who's responsible for this. I've gotta hand it to the little runt. You did it. My heart was pounding like a drum. This won't do anything more than buy us some time, though. I think it's about all we can do at the moment. Yeah, Cat and Carol would start crying if we tried to tackle the knights head on. How about we make ourselves scarce before people start getting too curious? I suppose we'll be on our way then. Yeah, I'm sure your kids will be so happy to see you. But there won't always be someone around to save you. Thank you again for all your help. Guess we should lay low at the inn for a while. Okay, die Ritter in dieser Stadt. Using your power to terrorize people. There's not a soul in the lower quarter that evil. You've gone too far this time, Kumor. Ja, ich will Kumor eigentlich mal töten, aber warum darf ich das nicht? Das Spiel ist so gemein, wisst ihr das? So. Oh, ich seid sicher zurück aus. Willkommen zurück. Anscheinend wird man noch vom Wachen beobachtet. Was glaubst du, wer da daneben steht? Ihr müsst müde sein, genießt euren Aufenthalt. Dieser Kumor ist ein echt übler Typ. Ich möchte gerne wissen, wieso sie Pharaoh fassen wollen. Ich habe keine Ahnung, aber
Moment, schicken sie alle Erwachsenen der Stadt hinaus in die Wüste. Und wenn die Eltern weg sind, sind als nächstes vielleicht die Kinder dran. Nein, das darf nicht geschehen. Hätte ich nur zu ihm als Vertreterin der kaiserlichen Familie gesprochen. Hast du vergessen, was in Helia passiert ist? Ja, Esther, es war ihm total egal, dass du die Prinzessin bist. Das ist auch klar, weil sie ist ja vom Rat hier aufgestellt worden. Also ob die hier zuerst Helia an der Spitze haben wollen. Helfen wir nun den Stadtbewohnern oder helfen wir uns selbst? Rita, möchtest du nicht wissen, was das Entelexia denkt? Wenn, dann solltest du dir so lange Gemüse aus dem Kopf schlagen. Es ist seltsam, dir zuzustimmen, aber wir sollten uns vorerst auf das Treffen mit Bellius konzentrieren. Selbst wenn wir Kimura festnehmen, könnten wir ihn nicht vor Gericht bringen. Und wenn wir ihm gegenüber machtlos sind, sollten wir uns auf das konzentrieren, was wir tun können. Wäre eine Idee, wenn nur Flynn hier wäre. Flynn, wo steckt er nur? Wenn ich es nur wüsste. Entschuldige, Estelle, wir wollten uns nicht gegen dich verbünden. Es widert mich auch an, mir vorzustellen, dass dieser Idiot jetzt im warmen Bett liegt und schnarcht. Aber... Rita, ich verstehe das. Sperr einen Typen wie den ein und in dem Moment, in dem er freikommt, macht er das gleiche nochmal. Genau, wie sagt man so schön, das einzige Heilmittel gegen die Dummheit ist der Tod. Bitte jetzt nicht, dass ihr ins Real Life überdenken, das wäre nämlich ein bisschen blöd. Das einzige Heilmittel gegen die Dummheit ist der Tod. Ich glaube, ich muss nach meinen eigenen Regeln spielen. Kumor. No! Yuri, it's you! What are you doing here? Someone come quick! You would cross swords with a noble? Very well. I accept your challenge. No! How could this? You talk too much, Kumor. The time's come for you to make your exit. Do you have any idea the trouble you're in for even pointing that thing at me? Wait! I'm not the one to blame. I've just been following orders. I had no choice! Then don't hate me. Hate whoever gave you your orders. Wait, how about this? I could use my authority to pardon all of your crimes. A fresh start. I may even be able to have you reinstated as a knight. I have no shortage of money. With enough money, I'm sure I could satisfy your every wish. Go ahead, tell me what it is you want. There's only one thing I want from you. And what might that be? No, stop! Stay back! Don't come any closer, you beast! I am Kumor, the captain of the Imperial Knights, the man destined to become Commandant! I beg you, spare my life! Please, no! Not like this! I don't want to go like this! Tell me,
How many times have you heard those very words? My people have taken control of things here. The residents of this town won't suffer any longer. That ought to put you one step closer to your next promotion. I'm heading back to the others. Yuri, we need to talk later. I know. I'll be waiting, down at the lake. Guess this town could ever be this lively. Yes, it's a great relief to know the people here can live freely again. I'm still in shock that Flynn actually came. That was amazing timing. But Q'mor might just cause more pain somewhere else. You watch. Flynn will have that guy behind bars in no time. Right, Yuri? Oh, yeah. Yuri? Raven, you're gonna catch a cold. He wore himself out playing with all the children. You'd think he was 12 years old. Welcome back. They're still going out there. I can't keep up with them. I saw you having a good time, though. You're an awesome dancer, Rita. Shut up. Huh? The old man's asleep already? That was quick. Yuri? Just gonna go have a word with Flynn. I'll be back. Wisst ihr, ich habe irgendwie auf den Moment gewartet, in dem Q'mor eigentlich untergeht. Ich dachte eigentlich, es kommt noch ein epischer Bosskampf gegen ihn, aber das ist so, hätte ich echt nicht gedacht. Also, Bosskampf hätte ich auch noch gefreut. Und am Ende kommt er wieder so, ja, yeah, ich bin aus der Treibstadt raus und jetzt will ich dich töten. Oh, ja, doch warte ich noch. Why don't you have a seat? You said we needed to talk? Tell me, why did you kill Q'mor? You know it's not our place to pass sentence on the crimes of others. He was to be punished in accordance with the laws. And just what laws do you think would have punished him? The same laws that failed to punish Rago? Give me a break. Yuri, you... The laws have always been the tools of whoever happens to hold all the chips. Just saying that doesn't make it right for individuals to judge right from wrong, or for you to operate your own private court of law. If the laws are at fault, then fixing those laws comes first. It's for that very reason that I'm still with the Imperial Knights. But you can't deny that lives were saved because those bastards were put down. You'd rather tell those people, sorry you had to die today, I promise we'll change things soon. That's not what I'm saying at all. They're out there, you know. People so bad, they'll just go on hurting others. What can the average person do but be victimized by people like that? You know it was the same way with our people in the lower quarter. Even so, Yuri, what you're doing isn't right. Do you intend to rain your justice down on all the villains of the world? That's the behavior of a common criminal. I recognize it for what it is, and I've made my choices. Murder is a crime. And even knowing that, you intend to dirty your hands. Intend to? I already have. So this is the path you've chosen. Don't make me repeat myself. I won't. But it seems you don't yet understand the full weight of your choices.
As a knight, I cannot overlook your crimes. Captain, I finally found you! What is it? Our barricade of Nordopolica has been completed. Also, it appears that the hunting blades are on the move. Sir, we must go to Nordopolica quickly. Captain! Understood. Sir. Yuri? I know you better than anyone alive, Yuri. If you insist on walking down the path of a criminal... Oh, wait! Repeat! Yuri... So, you heard it all? I'm sorry. Are you afraid of me, Estelle? If you are, you can quit right here. Join Flynn and go back to the castle. I'm not going back. Hey. It's true the things you've done are against the law, but I'm confused. It's also true that your actions saved the lives of others. You never know. Someday I might turn my blade on you. You'd never do something like that without a reason. If you ever end up pointing your sword at me, I'm sure I will have done something to deserve it. If you're going to go with Flynn, now's your chance. You seem like he was in a hurry. No. I'm going to continue on this journey with you. It's what I want. Traveling with you, I know I'll find the right path for myself, too. So what I'm thinking is... Here's to the road ahead. Thanks. Oh, I haven't sawed logs like that for a good long while. Yeah, it's called oversleeping. We're ready to hit the road, so get that sleep out of your eyes. Huh? There are fewer knights than before. Yeah, Flynn and his crew went back to Nordopolica. That must mean they were traveling by night. Was there some emergency they had to deal with? Maybe they had to take care of the monsters from the Colosseum. I'll bet Paul Estrale requested the help of the knights. We'll have to wait and see. Hmm? Well, it's just that Flynn said something about a barricade. Barricade? What could that mean? Are they out to arrest Bellius for what happened in the Great War? I can't imagine that Paul Estrale would be outmaneuvered that easily by the knights. I get the feeling this is gonna get messy. Maybe we should think twice about heading back to Nordopolica for now. But the new moon's almost here. If we miss this chance, who knows when we might meet Bellius again? That's all well and good. I'm just not in a hurry to get tangled up with that armor-wearing bunch. Me neither. We'll just have to be careful, like always. No use panicking about it. Don't forget, I want to take a look at the Erkrenae and Kados. Don't worry, I haven't forgotten. All right, let's head out. Kumor ist verschwunden. Oh mein Gott, wie konnte das passieren? Also, ich habe absolut keine Ahnung, wie das passieren konnte. Town. They did allow the ringleader to escape, though. Kumor? Flynn will catch him in no time, right, Yuri? Oh yeah, sure he will. Is something wrong? He looked troubled. Estelle's not her usual perky self either. That's not true. I'm as happy as you all are that Mantaik's been freed. If you say so. Ja, und ich würde sagen, nee, war ich nicht rein? Oder doch? Ich weiß nicht. Speichern, ja komm. Auf jeden Fall, ich hatte schon aber gleich, dass Kumor irgendwann mal vor die Hunde gehen wird, aber dass das so passiert wird, das war jetzt ein bisschen unerwartet. Ich dachte eigentlich, dass das so ausgehen würde. Hier irgendwo auf dem Schlachtfeld gibt es einen Bosskampf und dann ist es vorbei, aber anscheinend ist es anders.
Hey Carol, was ist los, Yuri? Wir haben STLs Auftrag erfüllt. Sollte sich der hellmütige Vesperia nicht neue Aufgaben suchen? Ja, stimmt. Was sollen wir machen? Wir können einen Auftrag in Dunquest bekommen, wenn wir Mitglied der Union wären. Hey Junge, was redest du? Die Union vergibt Aufträge auch an Nichtmitglieder. Es gibt Abzüge, aber... Wirklich? Wirklich. Aber es ist ein weiter Weg von hier nach Dunquest. Wenn wir einen Ausboss der Union finden, könnten wir einen Auftrag bekommen. Dann lass uns einen suchen. Judy, kommst du mit? Boah. Ach, was... Aber was wird aus Pharaoh? Ist okay, wenn es wichtig für die Gilde ist. Vielen Dank, Esther. Okay, los geht's. Gut, Flynn Teil 2. Your friend is quite talented, considering the ease with which he saved Mantake. Who, Flynn? That was nothing for him. You know him really well, don't you, Yuri? Well, we've hung around together since we were kids. You don't hang around together much anymore, though. Yuri? Ja, warum wohl? Ja, ich will jetzt kein, das auch nicht haben. Ich möchte jetzt gerne einkaufen. Mein Zeug ist nämlich alle. Kaufen und zwar erstmal alles nachladen. Wir sind total am Arsch. Wir brauchen neue Tränke des Lebens auf jeden Fall. Das müssen wir wieder auffüllen. Heilige Tränke würde ich auch gerne wieder ein paar mitnehmen. Ein paar nehme ich mit. Was haben wir hier? Kreuzbrecher haben wir ja schon. Gut, wir sind gerüstet. Auf geht's! Dann wollen wir uns mal auf den Weg begeben. Vielleicht schaffen wir es ja noch bis zur Erkrenne. Glaube ich zwar wenigsten, aber wir können es versuchen. Ich meine, Zeit haben wir. Können wir rumlaufen nach links? Fick dich! Fuck you, bitch! Komm her! Der Fall! Oh ja, schön! Das gefällt mir! Ein Spinnennetz bringt mir auch nichts. Okay, da kommen wir nicht lang, also geht's nach rechts. Jetzt müssen wir nur zusehen, dass wir irgendwie durchkommen. Ja. Guten Tag! Ah, geht ihr zum Schlund von Kadas? Ja, warum fragst du? Die Kaiser und Götter haben die Passage durch Kadas abgeriegelt. Und nicht nur da. Sie haben überall in den Bergen Blockaden eingerichtet. Blockaden? Warum sollten sie? Im Detail weiß ich das nicht, aber wie ich hörte, hat es mit einer Gefahr in Notopolika zu tun. Was nun? Wir müssen nach Notopolika gelangen, noch vor Neumond. Ich würde gerne helfen, aber die lassen noch nicht einmal mich durch, obwohl ich eine Reisegenehmigung habe. Bist du Mitglied beim Markt der Fortuna? Ja. Wie hast du die Genehmigung bekommen? Das Reich gibt Genehmigung an den Markt der Fortuna für dessen Mitglieder aus. Es sollte es jedenfalls sein. Stimmt, aber die Kaiserlichen Ritter wollten nicht mich durchlassen. Ich gehe zurück nach Manteig, weil es keinen anderen Weg gibt. Dann kämpfen wir uns eben durch. Meinst du, Flynn hat die Blockaden angeordnet? Ich weiß es nicht. Aber egal, wir könnten es uns nicht leisten, hier festzusetzen. Ja, es wäre ärgerlich, wenn wir den Neumond verpassen würden. Ich glaube nicht, dass sie uns durchlassen, auch wenn wir höflich fragen. Wir können uns ja mal ansehen und darüber nachdenken, wie wir reinkommen. Schwierig wird's, wenn wir drin sind. Was meinst du mit, wenn wir drin sind? Die Blockaden sollten es erschweren, aus den Bergen rauszukommen. Reinkommen ist bestimmt einfacher. Das ist garantiert so. Sollten wir dann zurück nach Mantel gehen, um jetzt Vorbereitung zu treffen? Nein, wir sind so weit. Gehen wir einfach. Wir werden es schon schaffen. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Die Flimbrigade. Das ist also die Blockade. Ja, sieht auch nach einem Werk der Flimbrigade aus. Aber was machen diese Monster hier? Vielleicht haben die Ritter sie gezähmt. Es begann nämlich immer weniger am Flynn. Was macht Flynn überhaupt mit seinen Rittern? Wenn
ihr Krieg so hart ausfällt, gibt es keinen Zweifel, dass es mit Belios und dem großen Krieg zu tun habt. Wie kommen wir hinter den Kontrollpunkt? Wie wäre es hiermit? Was zur Hölle? Stopp! Langsam! Los geht's! Hey, lass diesen alten Mann nicht zurück! Was habt ihr da? Kommt zurück! Yo, hello! Bis dann, viel Spaß! Das war ganz schön geschickt, alter Mann. Ich dachte, ich sorge für ein bisschen Aufregung. Mensch! Hauen wir ab und die Blockade hören wir uns mal an. It's the Empire style. Crush problems with everything they've got. What are they after? Who do they think they are, sealing off all the roads like this? I think the answer to that lies in Nordapalica. We should hurry before we're caught. Ja, und das war's mit dem nächsten Part. Kommentare nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Und ja, Emerald Control.